dann eben nächste Runde. Und dann haben wir hier Hindustan, jawohl. Und hol nochmal nur eine Rutsche Sigmusketiere. Wobei, einmal hole ich noch auch Sigkrieger. Und hier im Punjab können wir, glaube ich, auch aufrüsten. Artillerieraten, auch die Heeresakademie. Naja, denn die erstmal nicht gut. Ist teuer. Es wurde gebaut. Werkstätten in Malwa. Sehr gut. Pass mal auf, im Punjab, das lasse ich nochmal bleiben. Hier ist es bringt nichts. Dann haben wir Wasserbetrieb und Baumwollfabrik hier im Kaschmir. Geteertstraßen ebenfalls hier vor Ort. Pionierakademie in Bengalen. Schön, schön. Dann haben wir Heeresrat im Punjab, genau. Auch die Artillerieakademie und Eisenschmieden. Zweimal hier im Punjab. Fantastisch, florierend und sehr arm. Aber wir sind auch hier fast bei 9000. Und ich kann fast schon hier eine Heeresakademie besser in Bengalen vertragen, oder? Für die Elefanten. Müsste man mal gucken. Was sind das denn? Elefantenmusketiere. Ja, aber die Rekrutierung. Ah, das geht auch so, glaube ich. Geht auch so. Nicht unbedingt. Noch nicht. Später vielleicht. Im Punjab noch mehr Sigmusketiere, bitte. Und Sigkrieger auch. Ah, jetzt können wir hier auch 5 Einheiten haben. Sehr gut. Hier 6, dort 5. Wenn wir das hier, wie gesagt, aufrüsten werden, hätten wir auch hier dann die 6. Einheit. Ach, wegen dem Palast haben wir einen mehr, ne? Genau. Nächste Runde dann. Wohlstand der Nation. Wie sieht es hier aus mit der Stadtwache? 1, 5, okay, und 2, 6. Uiuiui, aber da werden wir auch wohl einiges brauchen von. Gut, ja. Okay. Sind. Hier in Gujarat baue ich mal ein paar Truppen ab, weil ich schlichtweg nicht so viele brauche hier. So. Und du kommst dann in den Süden. Die Nahkämpfer gehen sofort nach Bijapur. Und du gehst dann in den Westen, würde ich sagen, nach Sindh. Machen wir das so. Nächste Runde bist du dann hier. Genau. Profit steigt, weil ich auch Truppen jetzt kürze. Und das gefällt mir noch sehr gut. Okay, weiter geht's. Ja, soll ich Baluchistan erobern? Eine Idee wäre es wert. Vielleicht gibt es da ja, weil es ja Mittlerer Osten ist, schon die ersten Kurden. Ich weiß es nicht. Es ist ja am Persischen Golf. Das ist Quatsch, Blödsinn. Also heutzutage sitzen die Kurden in Südtürkei, im nordwestlichen Iran, im Nordirak und im östlichen Syrien. Und nicht am Persischen Golf. Aber das Spiel, ihr wisst ja, hat manchmal so leichte geografische Probleme. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Kurden hier im Spiel auch in Baluchistan platziert werden. Aber das ist nur so eine fromme Hoffnung. Ja, wir haben erstmal einen Todesfall zu beklagen. Ein General hat den Arsch zugekniffen hier in Sindh. Okay, okay. Holen wir sofort einen neuen. 3 Sterne. Reicht. Hauptsache General. Das ist das Wichtigste. So. Dann hat noch irgendjemand was anderes. Gefolgsmann. Ja, da sehe ich jetzt nichts. Okay. Und wir haben den Wohlstand der Nation erforscht. Sehr schön, sehr schön. Und Siriger Partner darf dann bald weitermachen mit Werkzeugmaschinen, nachdem sie hier diesen mechanischen Webstuhl erforscht haben. Trichinopoli, macht mal vielleicht besser weiter mit den Rautenformationen, damit wir irgendwann die verkürzten Karabiner haben. Das wäre eine Möglichkeit. Oder Schrapnellladung für die Artillerie. Kolhapur, mal 5, 7, ach nee, das ist mir dann doch auch so wichtig, ist mir das dann auch nicht. Pass mal auf, dann machst du Trichinopoli die Rautenformation jetzt. Und noch ein Staatsbeamter ist gestorben. Ein Minister also. Oh, der Justizminister. Au, oh, das ist nicht gut. Weil wir brauchen Justizminister. Ja, sieht man hier. Minus 1. Oh, 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 oh. Nur noch 4 Stadtwache, das ist nicht gut. Da müssen wir also was tun. Und hier minus 2. Autschen, autschen. Also. Dann brauchen wir sofort einen Minister. Taktikal, völliger Quatsch. Ach, Kokata-Ruf, da haben wir schon den ersten hier. Der kommt schon mal in Frage. Der bringt nämlich 5 Punkte bei Justiz.
Dickkopf würde ja bleiben und der hätte dann also 4, 3 und 4, machen wir 5 und 4, supi. So, reicht das schon, ist die erste Frage. Fast. Stadtwache haben wir mehr und Minister bringt auch ein bisschen mehr Zufriedenheit. Aber vielleicht gibt es ja noch einen besseren. Das Leben ist schön. Taktiker und Mätresse. Der ist nur Taktiker. Der hat noch das Leben ist schön. Das bringt noch einen Verwaltungspunkt und einen Unterklasse-Zufriedenheitspunkt. Also rauf. So, 5 Punkte. Noch bessere, noch günstigere Armee und noch mehr Zufriedenheit. Die sind nicht besonders hier. Industrielle revolutionären Taktiker. Nee, nee. Status quo ist gar nicht gut. Schutzherr und das Leben ist schön. Warte mal. Ah, nee, da ist er eindeutig besser mit seinen ganzen Fähigkeiten. Okay, also bleibt es so, wie es jetzt ist. Und Stadtwache braucht sogar nur 3, weil wir tolle Regierungsmitglieder haben. Und schwupps, schon ist die Problematik besiegt. Ja, das ist eine Prognose, ne? Wenn die nächste Runde die ganzen Technologien wieder fett werden, dann muss ich wieder was Neues überlegen. Punjab und Hindustan, also die üblichen Orte. Ja, die sind jetzt hier direkt eingegliedert worden. Passt ja auch irgendwo. Hier haben wir jetzt sehr viele Nahkämpfer. Vielleicht können wir von denen... ja, Kaschmir. Lahore, Punjab. Dann nehmen wir nochmal hier die Truppen. Und versorgen... Ja, nicht so viele. So, und versorgen damit Sindh und so weiter. Und die bleiben erstmal da. Und ich hole noch mehr natürlich. Und Hindustan. Hier auch nochmal eine Rutsche. Diesmal nur Musketiere, weil die wirklich noch wichtiger sind als die hier. Die Truppen hier, ich schicke mal die ganze Truppe hier, alles nach Süden, Richtung Mysur und so. Und 3 Runden da, durch ganz Indien, das ist fix. Dann hat noch ein Forschungsmensch hier mehr Fähigkeiten, sehr schön. Und ein Artillerierad wurde in Hindustan gebaut, das ist auch sehr schön. Wir haben Eisenschmiede zweimal hier in Hindustan. Donnerwetter, jetzt muss aber hier vorangehen mit der Wirtschaft. Wir sind jetzt bei 13.000, damit dürfte Hindustan tatsächlich jetzt die reichste Provinz sein. Ja, noch vor Karnataka, Mysur, Punjab, Hyderabad und Bijapur. Ihr kommt natürlich weiter hier Richtung... ja, das wird jetzt nichts mehr werden. Hier rein. Dann lösche ich vorher erstmal ein paar Truppen. Und zwar alles, was hier alt ist. So, tschüss. Wumms. So, die sind schon mal drin. Das sind 4 Einheiten. Dann kann noch eine weg. Und zwar... Polygare, Chatonal-Schützen, nochmal Polygare weg. So. Chatonal-Schützen sind nämlich auch geil. So, dann ist Bengalen schon mal komplett ausgerüstet. Und wir haben noch eine Wasserturbine-Dingsbumsfabrik hier in Rajputana. Sehr, sehr schön. Ups. So. Und noch ein bisschen Geld. Mach ich mal hier eine Adler. Nee, brauche ich den? Das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich hab. Heeresakademie, das ist eigentlich wichtiger. Wir haben noch eine Teeplantage, da haben wir hier noch Baumwolle irgendwie die Möglichkeit. Baumwolle ist jetzt vom Preis her bei 16. Guck, dann können wir auch Baumwolle wieder aufrüsten. Fangen wir in Bengalen an. Hier haben wir von 37 auf 60, ist normaler Ertrag, genau. Und Baumwolldepot, dann haben wir das hier auch mal durch, diese ganze Provinz. Sehr, sehr schön. Und dann machen wir nach und nach unser schönes Reich immer reicher. So, noch welche Handelsabkommen verfügbar? Venedig vielleicht? Nee. So, Holland, ich wollte gucken, was die Verwöhnte hatten. Die haben nur Hannover und Großbritannien. Das ist also relativ schmerzbefreit. Hannover ist ja ganz weit weg. Und Großbritannien, damit kann man sicherlich schnell ein Friedensabkommen schließen dann. Und Hannover hat noch nie mal einen Hafen, also die können uns gar nicht erreichen. Gut zu wissen. So, einmal hier rein. Perfekt. Bijapur jetzt auch voll aufgerüstet mit einer hammergeilen Truppe. Und sehr gut, alles sehr gut. So. Die Brahmanen machen hier ordentlich ihren Job, aber die religiöse Unruhe sinkt leider nur sehr leer langsam hier. Ja, okay, weiter geht's. Mal gucken, ob wir es irgendwie noch auf 0%, also auf 0 Punkte kriegen, das wäre gut. Die Gebäude bringen deutlich mehr als die mobilen Bekehrungskommandos, das ist einfach so. Aber kosten darf eben auch eine Stadt. Weil man sagen muss, natürlich kosten auch die mobilen Bekehrungskommandos praktisch eine Stadt, weil die brauchen ja ein Gebäude, wo sie dann entstehen können. Also eigentlich bringt ja ein Gebäude immer einen Punkt in der Provinz selbst, wo bekehrt wird, also in der Provinz selbst, und dann nochmal ein mobiles Kommando, was man dann frei verfügbar einsetzen kann. Aber gut, lassen wir das.
So, wir haben jede Menge Geld, 16.000 Goldstückchen, Hindustan und Punjab, wie es gehört, Truppen. Und irgendjemand ist ehrlich geworden. Anbu Sayapuyaraya, wollen wir mal gucken. Ach, ausgerechnet unser Justizminister. Perfekt. Bringt plus 1 auf Verwaltung. Das finde ich doch sehr nett. Was haben wir hier noch für Kollegen? Schutzherr ist nämlich ein neuer. Der ist auch ehrlich. Aber zurzeit sind wir sehr gut ausgefüllt. So. Ja, du kommst dahin. Gujarat. Und mit den Truppen hier, ja, in Kaschmir, brauchen wir kaum noch Truppen. Mehr zumindest, weil es eine Randprovinz ist. Aber in Punjab selbst können wir natürlich noch eine große Armee uns halten, theoretisch. Oder in der Hindustan, ich weiß nicht. Also, Odessa und Sekars braucht eigentlich keine. Du gehst weiter hier in den Süden. Nach Mysur zunächst mal. Und dann schicke ich die anderen Truppen hier nach Karnataka, die gerade eben in Hindustan entstanden sind. So, die ganze Truppe nach Karnataka. Und ich baue auch gleich noch welche neu. Auch die sind wirklich in 3 Runden da, glaube ich. Und nochmal, upsie, 4 hiervon und 2 davon und bitte kein Vergil-Knaller. Die haben gute Arbeit geleistet, aber sind jetzt veraltet mittlerweile. Gut. Dann können wir jetzt von mir aus hier auch im Punjab die aufrüsten. Und die auch. So, dann haben wir das auch. Und ich sage, weiter geht's. Die kommen auch weiter. Nächste Runde sind sie dann vielleicht schon da in Sind. Das wäre doch gut. So, unsere Flotte werde ich gleich mal nach Ceylon schicken. Nur um zu gucken. Oder wie man in Norddeutschland sagen würde, eben kicken. Eben mal kicken. Was da so los ist. So, Polen verwaltet ewig lange sein Riesenreich in Europa. Vielleicht machen sie gerade schon Hannover platt, ich weiß es nicht. Das wäre durchaus begrüßenswert, weil, die Problematik kennt ihr ja. Weil die Problematik jetzt nicht so riesengroß ist mit Hannover. Na komm, Polen, streng doch mal ein bisschen an, sei doch mal ein bisschen schneller hier. Das gibt's halt gar nicht. Und Baluchistan. Ach ja, Gottchen. Also mit Baluchistan wären wir in Europa. Wäre jetzt als solches eigentlich kein Problem. Direkte Grenze zu Persien brauchen wir nicht, weil wir in Persien auch so schon handeln. Aber ich glaube, die Truppen, die wir in Sind haben, die können wir, glaube ich, rüberschicken. Ich glaube, wir holen jetzt mal Baluchistan. Das ist eine leicht erobernde Provinz. Es sind nur ein paar Rebellen da. Und wir haben eine schöne neue Provinz, die wir dann verwalten können. Und vielleicht können wir dort ja auch schon leichte Infanterie, in diesem Fall dann die Kurden, vielleicht auch die Afghanen, je nachdem. Also Afghanen sind definitiv näher dran an Baluchistan als Kurden. Ausbilden. So ein bisschen leichte Infanterie ist vielleicht ganz nett. Also wie gesagt, flächendeckend werden wir die nicht brauchen. Also anders als jetzt SIG-Truppen, die ich hier überall exportiere in meinem eigenen Land, werden wir die Leichentruppen nicht krampfhaft überall hin pflanzen. Aber vielleicht für den Angriff auf Amerika, auf die Inuit vielleicht. Schweden will ein Bündnis mit uns schließen. Ist auch schon mit den Osmanen verbündet. Hat Feinde Hannover, okay. Piraten. Wo kommen die denn her? Ach, die Piraten sind wieder da. Das gibt's ja nicht. Dänemark, Russland und Hannover. Ach, warte mal ganz kurz, bevor ich mir das überlege. Ich weiß, woher die Piraten kommen. Holland ist weg. Ich sehe es schon hier auf der Karte. Holland wurde von irgendjemandem erobert und dann ist natürlich Curaçao ist Piratenland geworden und Ceylon ist frei. Das heißt, wir sparen uns den Krieg mit Holland. Das ist ja geil. Gut, aber erstmal mit Schweden dealen. Also, die haben Feinde Russland, Hannover, Dänemark. Bündnis brauche ich mit denen eigentlich nicht, oder? Die wollen Trocken- und Dampfmaschinen, ist okay. Tribut ist auch okay. Bündnis mit Schweden. Komm, mach ich. Jawohl. Bündnis mit Schweden.